Die Einstellung der Spitzentemperatur wird nun in Teil 3 besprochen. Mit dem Auswahlsystem für Spitzen und Temperaturwerte können Sie die richtige Spitze für jeden Zweck ermitteln und andere nützliche Temperaturangaben daraus entnehmen. Ein sicheres und effizientes Entlöten mit dem SX70 Solder Extractor Entlötkolben setzt eine korrekt eingestellte Spitzentemperatur voraus, die dann einzuhalten ist. Sensor-Temp-Systeme mit Digitalanzeige sind mit einer Auto-Tip-Offset-Kompensation ausgerüstet, damit Sie die tatsächliche Temperatur im Arbeitsbereich einstellen und anzeigen können. Zur Temperatureinstellung wird zunächst das Gerät eingeschaltet. Besitzt Ihre Stromversorgung eine Verriegelung, muss diese erst auf Unlock geschaltet werden, ehe Sie die Temperatur einstellen können. Ist Ihr System dagegen mit Passwort gesichert, geben Sie zuerst dieses ein. Vor Einstellung der Spitzentemperatur achten Sie zunächst auf den Kanal, über den Ihr SX70 Solder Extractor Entlötkolben mit Strom versorgt wird. Nun drücken Sie die Taste Channel Select, bis die Leuchtdiode für den Kanal aufleuchtet, über den Sie Ihren SX70 Solder Extractor Entlötkolben betreiben. Zum Einstellen der Spitzentemperatur drücken Sie einfach die Taste Tip Set und mit den Pfeiltasten geben Sie sofort die gewünschte Spitzentemperatur ein. Bei analogen Sensor-Temp-Systemen können Sie die Reglerskala für den Kanal, über den Ihr SX70 Solder Extractor Entlötkolben betrieben wird, einfach auf die gewünschte Spitzentemperatur einstellen. Noch genauere Angaben zum Einstellen der Spitzentemperatur finden Sie in der Einführung und im Abschnitt SX70 Solder Extractor Entlötkolben im Auswahlsystem für Spitzen- und Temperaturwerte oder Sie schlagen im Handbuch für Ihr Handstück nach. Der SX70 Solder Extractor Entlötkolben wurde so konzipiert, dass er bei sicheren und niedrigeren Spitzentemperaturen gute Leistung erbringt. Beim Entlöten von Durchkontaktierungen wird mit der niedrigstmöglichen Temperatur gearbeitet, bei der sich eine rasche und dennoch beeinflussbare Schmelze entlang der gesamten Lötverbindung ergibt. Dies sollte in etwa 2 bis 5 Sekunden geschehen. Um die Lebensdauer der Spitze zu erhöhen und um mögliche Beschädigungen einzuschränken, beginnen Sie mit einer Spitzentemperatur um 315 Grad Celsius. Dann passen Sie die Temperatur dem jeweiligen Bedarf an. Bei massigen Multilayer-Platinen oder bei Platinen mit Erdungsflächen muss unter Umständen die Spitzentemperatur erhöht werden, damit das Lot rasch und vollständig schmilzt. Bei Temperaturen über 399 Grad Celsius besteht die Gefahr von Beschädigungen. Halten Sie sich bei Ihrer jeweiligen Arbeit immer an die Richtwerte, die in Ihrem Betrieb für die Spitzentemperaturen gelten.